Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Die letzte Folge war ja wirklich extrem, muss ich sagen. Hab richtig Gänsehaut bekommen und richtig mitgefiebert auch. In der letzten Folge haben wir leider Vanthem verloren, der uns jetzt aber irgendwas hinterlassen hat, das wir doch in Garfond abholen sollen. Ich bin echt gespannt, was es ist. Und wir können jetzt mittlerweile auch einen dritten Klingenpartner ausrüsten. Da schauen wir doch jetzt gleich mal an. Aber können wir dann... Wir müssten eigentlich sie hier nehmen. Together at last. Was hat sie noch im Petto? Sie kann eigentlich nur... Warte mal, das haben wir schon. Wir könnten den hier nehmen. Ein Wasserelement hätten wir aber schon. Dann nehmen wir... den hier. Looking forward to it. Und sie kann leider... Sie kann leider noch keine nehmen, aber wir könnten mal schauen, ob wir nicht resonieren können. Was haben wir denn da Schönes? Wir resonieren aber mit mir. Und zwar einen seltenen. Warum können wir die eigentlich nicht nehmen? Nicht verwendbar. Okay. Dann nehmen wir einen seltenen und nehmen einmal bitte einen Empathieverstärker mit rein. Dann schauen wir mal, ob wir denn was Schönes bekommen. Ah, bloß eine normale Klinge. Eieiei. Schicken. Können Sie Partner setzen? Nein. Und wir probieren es gleich nochmal. Und verwenden mal gar nichts. Ich weiß eben nicht, ob wir was verwenden müssen dafür, so ein Verstärker oder eben nicht. Oder ob das auch ohne funktioniert, ob das nur random ist. Ach, auch wieder nichts Gescheites. Natsuki. Feuer. Nein. Okay, mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Dann schauen wir doch mal nach Garfond. So, Königreich. Garfond haben wir gesagt. Und wir gehen hierher. Und wir könnten dann bestimmt auch das Harmoniegespräch gleich führen. Dann schauen wir doch mal. We're here. So, aber erst machen wir das Harmoniegespräch. I made tea for everyone. Help yourselves. Oh no. Why are I getting it completely? Oh. Would you rather have something? Oh no, no, that not it. Tora just think that if Pyra going to maybe? Tora, Pyra was kind enough to make tea. Can't you just be bloody grateful? Oh, Tora, no, that. But also, strive for perfection is important goal. Tora, feel very most important thing for maid is, oh, knock on word is... Pyra still quite lacking. I'm lacking? But what on all rest is... It,
what every man looking for. If Pyra master art of blushy crushy, then all men fall at Pyra's. All men? Really? Yes. It is known fact. Listen, Pyra, there's no point paying attention to this little twerp. But is Pyra interested in essence of maidiness? If you think Rex would like that. Rex is boy, so he definitely not immune to them. It definitely worth Pyra's time to learn essence of maidiness. I see. Okay, I'm ready. Tor. Pyra? Tora will now introduce assistant to help teach. How may I be of service, Mr. Rex, sir? Poppy? What is this, Tora? Some kind of malfunction? Do not worry. This just Rex-focused blushy-crushy maximization. Have a good day salvaging, Mr. Rex, sir. Mr. Rex. So, this is... Okay, Pyra, copy what Poppy said. Mr. Rex, sir, Poppy is blushy-crushy just for you. Mr. Rex, sir... Pyra is blushy-crushy, just for you? No. Rex will never fall at Pyra's feet with such low level. Try again, from top. Mr. Rex, sir, Pyra is blushy-crushy, just for you. Not there yet. I give up. Lol. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Und dann schauen wir noch mal in die Gaststätte. Ob wir hier schon leveln können wieder. Yeah, I'm feeling stronger than before. I'm stronger than this, you know. Much, much stronger. Okay, ein Level. Ist ja schon mal etwas. Morning, Rex. Did you sleep okay? Ugh, I slept like a baby. Okay, und dann reden wir noch mit dem schnell. Dann schauen wir noch mal. Ging hier was oder ging hier nichts? Nee, hier ging nichts. Aber ich wollte noch mal, wenn wir jetzt schon keine andere Klinge haben. Da können wir gar nichts geben. Okay. Hey Rex, hallo du. Na, mach mal nicht so ein betrübtes Gesicht. Der Boss hat eine Nachricht für dich hinterlassen, für den Fall, dass ihm mal etwas zustoßen sollte. Eine Nachricht für mich? Sag bloß, er hat bereits geahnt, dass er... Vielleicht. Aber weißt du, die Sache ist, als Söldner weißt du nie, ob du morgen noch lebst. Deshalb ist es bei uns durchaus üblich, Nachrichten zu hinterlassen, bevor wir aufbrechen. Für den Fall der Fälle. Lies dir einfach mal vor, was er geschrieben hat. Hör gut zu. Rex, hiermit überlasse ich dir die Söldner von Garfond. Hä? War das alles? So sieht's aus. Ich soll der Boss von Garfond werden? Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Das glaube ich aber doch. Vanham meint immer alles genau so, wie er es gesagt hat. Aber warum sollte er ausgerechnet...
mich für seine Nachfolger aussuchen. Der Boss hat viel von dir gehalten, Junge. Und ich würde sagen, der Rest von uns sieht das ähnlich. Du bist nicht nur ein aufrichtiger Kerl, du hast auch Mumm. Und du schaffst es immer, anderen Hoffnung zu geben. Ich glaube nicht, dass das allein mein Verdienst ist. Mag sein, trotzdem hast du irgendwas Besonderes an dir, Junge. Und das sehen die anderen auch. Also, was sagst du? Willst du Vanthams letzten Wunsch erfüllen? Ja, klar. Na gut, ich werd's versuchen. Alle Achtung, ich sehe schon, Vantham hat seine Hoffnung nicht umsonst auf dich gesetzt. Nur, was muss ich da überhaupt machen, so als Anführer der Gruppe? Hat Vantham sonst nichts hinterlassen? Irgendwelche genaueren Anweisungen oder so? Ich fürchte nicht. Er war nie ein Fan von detaillierten Erklärungen. Aber mach dir keinen Kopf. So und ich werden dir schon helfen. Es wäre ein bisschen hart, wenn wir direkt die Verantwortung für alles auf dich abwälzen würden. Du übernimmst fürs Erste die grundsätzlichen Anweisungen. Um die Einzelheiten kümmern wir uns. Und danach sehen wir einfach mal, wie sich die Dinge so entwickeln. Okay, das sollte ich hinkriegen. Gut, dann erkläre ich dir als Erstes mal, wie die Dinge hier so laufen. Unsere Gruppe nimmt alle möglichen Arten von Aufträge aus ganz Alrest an. Begleitschutz, Monsterjagen, Materialien sammeln oder kleinere Aufträge. Es ist alles dabei. Übrigens, gehört ihr zu den Leuten, die mehr Klingen besitzen, als sie im Kampf einsetzen können? Falls dem so ist, könntet ihr ruhig mal ein paar davon mit einem selben Auftrag betrauen, hä? Die Erfahrung, die sie dabei sammeln, können sie sicher gebrauchen und du kannst die Beute behalten. Probier's einfach mal aus. Ist einfacher, als es zu erklären. Wähle einen Auftrag und versuche ihn abzuschließen. Tipps fürs Abenteuer. Das Menü Söldnertruppe steht ab sofort zur Verfügung. Du findest es im Hauptmenü. Okay. Söldnertruppe. Klingen Söldner Aufträgen zuweisen. Cool. Neuer Auftrag. Uraya. Statusbericht einsatzbereit. Erster Auftrag. In der Nähe von Garfon treibt sich eine Krovodra herum. Stellt bitte sicher, dass sie nicht ins Dorf kommt. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Ach so, jetzt die drei haben wir jetzt praktisch ausgerüstet. Die können wir jetzt natürlich nicht nehmen. Oder wie? Den hier. I won't let you down. Yes, sir. What's the plan, boss? I vow to carry out my sworn duty. Eins von eins. Jop. Schicken wir einfach mal los. Schiereneinheit. Bestätigen, die eine wird losgeschickt. Fortfahren. Zum Klingpartner bei der stehen diese ihren meisten Vorrübern nicht zur Verfügung. So, mach mal bitte. Mach mal bitte. Ach, wähle einen Anführer. Einheit entsandt. Ja, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich eine Minute warten, oder wie? You're all mine. Haben wir denn jetzt hier nicht Ausrüstung irgendwo gehabt? Wo war denn das?
Would you like to hear the specifics? I hope things went well. Ja, wo ist jetzt? Reporting in for duty, sir. Thanks for getting it done. Schiegeneinheit. Cool. I'm growing stronger by the day, it seems. Hier können wir gerne nochmal einen machen. Nee, fertig. Ja, wo sehe ich mich jetzt? Wo nehme ich die Söldneraufträge jetzt an? Bei dem hier. Ah, okay. Deine Eltern haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit, Rex. Das ist auf Stufe 1. Höchste Zahl der gewöhnlichen Klingen. Für gewöhnliche Klingen gestiegen. Neue Söldneraufträge verfügbar. Der Ruf einer Söldnertruppe steigt mit jedem erfüllten Auftrag und ein guter Ruf lockt neue Auftraggeber an. Nebenbei steigt damit auch die Zahl der Klingen, die du gleichzeitig mit Aufträgen betrauen kannst. Okay, nicht schlecht. Eine Frage, der erste Auftrag kam ja von dir, aber wo kriege ich von jetzt dann neue Aufträge her? Keine Sorge, wir werden sicher immer mal wieder neue Aufträge an dich weiterleiten. Ansonsten kannst du vielleicht mal versuchen, mit den Leuten in den Städten zu reden. Ah, okay. Leute mit Sorgen und Problemchen gibt es ja eigentlich immer und überall. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, mal wieder in Argentum oder Gormit nach dem Rechten zu sehen. Verstehe, werde ich mir merken. Ach ja, hätte ich was vergessen. Einen Ratschlag habe ich noch. Jeder Auftrag hat andere Anforderungen und jede Klinge hat ihre Stärken und Schwächen. Achte darauf, wenn du eine Einheit zusammenstellst, die richtigen Leute kriegen den Auftrag schneller erledigt. Stärken und Schwächen meiner Klinge beachten, wenn ich ein Team für eine Mission zusammenstelle. Okay. Ich sehe schon, du lernst schnell. Probier erstmal so viele Aufträge wie möglich abzuschließen. Sobald du dich daran gewöhnt hast, sehen wir weiter. Ich werde dich auf die Probe stellen, wenn du soweit bist. Also lass dich am besten regelmäßig hier blicken. Moment mal, du willst mich auf die Probe stellen, obwohl ich der Anführer bin? Denk dran. Wenn du Klingen hast, die nichts zu tun haben, solltest du sie mit Söldneraufträgen beschäftigen. Leute, die Hilfe brauchen, gibt's wie gesagt überall. Und Söldnern geht die Arbeit nie aus. Diese Art von Arbeit hätte Ventum also sein Leben verschrieben? Ich verspreche dir, Chi. Ich werde mich anstrengen. Ich will ein Anführer sein, auf den Ventum stolz gewesen wäre. Genau das wollte ich hören, Rex. Dann ab mit dir und vergiss nicht, wir stehen alle hinter dir. Okay. So, dann haben wir jetzt den letzten Reiter auch im Menü freigeschaltet. I reckon the quickest route is back to Argentum, ship to Mor Ardane, then on to the Praetorium. If we're lucky, there'll be a guild ship at the port. Can't say no to a free ride. Let's go and see. It doesn't cost anything? Salvagers can board guild ships for free. I'll negotiate for you guys, too. That would be big help! Unverhofft kommt oft. Du bist jetzt der neue Anführer der Söldnertruppe in Garfon. Merke dir gut, was Jedi gerade erklärt hat. Hauptziel der Söldnertruppe ist es, Aufträge zu erfüllen. Diese Aufträge kannst du auf verschiedene Weise annehmen. Grundsätzlich weist dich eine Einblendung auf der rechten Seite des Bildschirms auf neue Söldneraufträge hin. Öffne dann das Menü, um sie dir anzusehen. Wenn du einen Auftrag annimmst, musst du zunächst eine Einheit aus geeigneten Klingen zusammenstellen. Jeder Auftrag erfordert bestimmte Länder, also achte bei der Zusammenstellung darauf, passende Klingen auszuwählen. Doch zurück zur Söldnertruppe. Es gibt spezielle Aufträge, die beim Erfüllen die Stufe der Söldnertruppe erhöhen. Du sollst ab und zu mit Jish sprechen, um zu erfahren, ob ein solcher Auftrag verfügbar geworden ist. Je höher die Stufe, desto anspruchsvollere Aufträge kann die Truppe annehmen. Gib dir Mühe, dass du Ventum ein würdiger Nachfolger wirst. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Okay, jetzt kommen aber ganz schön viele Aufträge hier rein. Wow, was ist hier los? Was ist hier los, Egger? Mei, das hört ja gar nicht mehr auf.
rein. So, machen wir Gormo. Da muss ich jetzt aber nicht hinreisen, oder? Bedingung Schweraxt. Wind männlich. Männlich können wir bestimmt bedienen. Machen wir mal Natsuki. Reporting. Also, ist ja gar nicht männlich. Den brauchen wir. Mach mal BD. Okay. Okay, fortfahren. Das Klimaschine. Also, was heißt es? 30 Sekunden normalerweise nur. Are we all set then? Just show me the way. Okay, was haben wir hier noch? Weiblich und Feuer. Okay, da muss ich doch die ganze Klinge behalten. Heftig. Die brauchen wir zweimal männlich. Haben wir zweimal männlich? Alle Einheiten sind gerade unterwegs, was? Achso, ich muss die nach der Reihe abschließen, oder was? Ich muss die nach der Reihe abschließen. Okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Hier. So, was ist das hier? Textile. Was hat denn die hat der Waffen da hinten zu verkaufen? Und so können wir bestimmt dann auch den Ruf steigern von der Stadt oder unser Ansehen. Sehr schön, wie schaut's hier aus? Ach du Scheiße, 30 Minuten dauert es. Boah, heftig, okay. So, das ist das Söldnerzeichen. Jetzt kapiere ich das. Alles klar. So, dann will ich doch mal schauen. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Von nach Argentum auf. Dann wird es eine Quest geben. Ja, wir reisen mal hier hin. So, jetzt möchte ich aber nochmal schnell speichern. Hm.
Und dann will ich einmal hier runtergehen. Jetzt war da unten in das Loch rein. Minuten dauert es. Heftig. Aber ich kann nur normale Klingen einsetzen. Also hier meine Superklingen kann ich hier gar nicht kann ich da glaube ich gar nicht benutzen, oder? Was ist denn da los? Warum ist denn hier die Brücke weg? Och nö. Wow! World has many amazing places in it. Perhaps rest and enjoy view for a bit. Oh, ich wollte doch da hinten nochmal runter. Mann. Dann springen wir mal hier runter. Da wollte ich hinten. Oh, Mensch. Das kann ich doch nicht runter. Ich dreh durch. Oh, Mann, ich wollte mal da unten reingehen in das komische Loch da. Warum ist die Brücke hier kaputt? Ich komm da, anders komme ich da aber nicht hin, gell? Ja, da muss ich wieder hochporten. Das Augenharmoniegespräch. Ja, schauen wir doch mal. Der Hafen müsste da unten bestimmt sein, oder? Das ist auch eine Klinge. Oh, wir müssen spät geladen. Nein, es ist eine riesen Stadt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Hoch, okay. Congratulations. Okay, dann haben wir den Hafen auch gefunden. Die Quest nehmen wir noch an. Professor spät dran. Ist was? Haben Freunde irgendwo Professor Gutstein gesehen? Nee. Oh. Professor ist weggegangen. Wollte gar von Söldnern einen Auftrag geben. Pilolo hat lange gewartet, aber Professor ist immer noch weg. Pio hat Garf und Söldner in Fonsa Mima befragt, aber Söldner wussten alle nicht, wo Professor hin ist. Professor Gutstein, was soll Pilolo nur machen? Ich kann helfen, wenn du willst. Lulu, Freunde suchen Professor für Pilolo? Also Sache ist die, oho, gehören Freunde etwa zu Söldner von Garfon? Pilolo ist so glücklich, Freunde getroffen zu haben. Pilolo könnte weinen. Oh, Freunde müssen noch Einzelheiten wissen. Freunde sollen nach Professoren mit Namen Gutstein suchen. Professor ist zu Dorf von Garfon Söldern aufgebrochen, aber anscheinend nie dort angekommen. Gut. Pilolo hofft, dass Freunde Professor finden. Hoffentlich ist Professor nicht verletzt oder so. Okay, ist es jetzt eine Söldner-Quest oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Okay, das lassen wir jetzt aber erstmal. Wir können jetzt eh keinen losschicken. Uraya, Gormut, Agentum, Uraya. Okay, das ist eine normale Quest.
You're all mine. Kann man gar nicht machen. That takes care of that. Würde mich interessieren, ob die Zeit jetzt offline auch weiterläuft oder ob das nur weiterläuft, wenn eingeloggt ist. Da geht's auch noch hoch. Mein Gott, wo sie überall hingeht, ist ja Wahnsinn. Komm, schwimmen wir jetzt schon nochmal rüber. Das ist ja Wahnsinn. Come out. What have we here? Come on, come Flora to mama. Flora heals an aching soul. Gibt's hier noch was? Oder war's das hier? Scheint nichts mehr zu sein. Das nervt jetzt, dass die Brücke da unten kaputt ist. Die war doch vorher nicht kaputt, oder? Warum ist das Haus hier? Muss auch irgendwie eine Bedeutung haben. Vielleicht gibt es ja später mal eine Quest oder so. Hier scheint nichts mehr zu sein. Worked hard today. Treasure acquired. Einen seltenen Kristall haben wir wieder gefunden. Also hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge an, wie es dann mit der Hauptquest weitergeht. Die Nebenquest werde ich so nebenbei mal machen. Ich denke, das kann ja nicht so schwer sein.
Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin echt gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.